Willkommen zurück zu einer neuen Runde Transportfieber. Beim letzten Mal haben wir mehr Werkzeuge für Stuttgart angeliefert und ich würde sagen, wir wenden uns diesmal wieder den Werkzeugen zu, aber ich bin auch besser vorbereitet. Und zwar in Hamburg. Ich habe schon mal gleich vorweg zwei neue Wälder platziert. Den finde ich sogar gar nicht so schlecht gelungen. Bei Hamburg, normalerweise Hamburg liegt nicht in den Bergen, das sehe ich durchaus ein, aber hier waren halt Berge drumherum und Hamburg ist halt viel, viel größer gewachsen. Mal vielleicht auch noch mal die Bushaltestation ausstellen. Hamburg ist halt viel schneller, viel größer gewachsen als gedacht. Jetzt schon die Hochhäuser, das ist schon stark. Hier viele Wohnhochhäuser und hier links Hochhäuser, Gewerbehochhäuser. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schön, dass hier so eine Lücke drin ist, aber vielleicht ist das auch gar nicht so verkehrt. Das ist auf alle Fälle ein Alleinstellungsmerkmal, denke ich. Ich schwör vom Thema. Auf alle Fälle, hier habe ich dann noch eine kleine Klippe reingezogen, da hat ja auch der Forstbetrieb hier besser reingepasst. Ich finde, das macht sich auch gut, wenn du es von hier aus dann so siehst. Zumal ich herausgefunden habe, es gibt ein Naturschutzgebiet in der Nähe von Hamburg, das sich Oberger Niederung nennt. Und das Niederung im Berg passt das doch recht gut. Und ich habe noch einen zweiten Wald eingerichtet. Hier drüben den Wohldorfer Wald. Auch wieder ein Naturschutzgebiet in der Nähe von Hamburg. Und die beiden sollen dann noch angefahren werden mit Schiffen. Und wir holen uns auch neue Schiffe, würde ich sagen. Bringen dann das Holzkram hier rüber zum Sägewerk. Dann müssten wir noch ein zweites aufstellen. Und dann machen wir hier mit einer zweiten Fabrik noch ein paar Paddel draus. Das finde ich, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Aber das wollen wir heute einrichten. Eins nach dem anderen. Ich würde sagen, wir stellen als allererstes mal hier die Fabrik auf. Da finde ich es, glaube ich, ganz gut, wenn hier noch ein bisschen mehr an Fabrik steht. Denn dann wirkt das hier irgendwie wie ein größeres Industriegebiet, das im Prinzip auch hier noch einen größeren Hafen dann bekommt, den werden wir noch ein bisschen erweitern. Vielleicht zwei auf einmal da. Jetzt nicht gerade, okay. Auf alle Fälle hier noch eine Industrie hin, ist glaube ich gar nicht so verkehrt. Ja, da muss ich noch ein B nicht drehen. So, dass es vielleicht genau an derselben Stelle steht. Oder vielleicht genau umgekehrt. Die gefällt mir genau umgekehrt. Ziehen wir aber hier noch die Straße mit dran. Durch eine Gerade. So ungefähr. Gerade. Ich würde es gerne derselben Höhe ziehen. Hübsch machen muss es natürlich dann alles wieder noch. Aber das schneide ich euch so zurecht, dass es für euch gut läuft. Vielleicht. Dann reißt man da drüben, glaube ich, die Straße ab. Das wird nicht ganz hinhauen, dass wir es hier noch an den Bahnhof verbinden können. Ich glaube, die Verbindung braucht man eigentlich nicht, aber es könnte besser ausschauen. Hoffe ich einfach mal. Ja, ich glaube, das kann ich durchaus so lassen. Die Höhen muss ich denn definitiv noch anpassen. Das noch mal ein bisschen anders hinsetze, so dass der Weg, wenn möglich, genau hier rangeht. Genau. Notfalls ich dann hier noch ein bisschen den Braunton einfärben, das wird schon passen. Bist du zufällig gleich im Hafen dran? Bist du sogar direkt. Sehr schön. Das ist mehr Glück als erwartet. Ich hätte gedacht, wir müssen hier noch ein zweites Gebäude hinstellen. Aber zu den Häfen, glaube ich, einen Moment später. Und wir brauchen natürlich noch eine Fabrik. Das würde ich auch, glaube ich, wenn ich nochmal spiele, genauso machen. Ich lasse Rohstoffquellen irgendwo platzieren. Und dann die Fabriken würde ich in der Nähe der Städte ansiedeln oder in den richtigen Industriegebieten dafür und dergleichen. Dass ich die immer selber platziere. Da habe ich Spaß dran. Das würde ich, glaube ich, wieder so machen. Aber, wo ich hier lange rum erzähle, gleich mal noch die nächste Fabrik hier hin. Und hier möchte es nicht hingestellt werden. Geht die Straße jetzt so aber auch nicht weg direkt. Ist aber ganz schön, finde ich. Ja, obwohl, nee, das bisschen Wald sollte man eigentlich lassen. Kollision, ja, soweit klar. Das würde da reinpassen. Ich würde die Straße so oder so noch wegnehmen. Probier's mal aus. Schauen wir uns mal einen anderen Blickwinkel an, wie es ausschauen würde generell. Alles ist angeschlossen, sehr gut.
Ich glaube, es wäre gar nicht so verkehrt, wenn wir das genau so lassen. Dass die Gebäude ein Stück weit versetzt zueinander stehen. Ein bisschen Grünzeug noch für die Mittagspause der Arbeiter. Wobei ich glaube, 1922 hat man da definitiv noch nicht dran gedacht. Aber ja, so gefällt mir das, glaube ich, ganz gut. Ja, kann man so stehen lassen. Sägewerk Nummer 2. Ah, Frankfurt und Hamburg. Ah, so nicht. Ah, Hamburg Nummer 2. Im Sägewerk. Das habe ich schon mal nicht richtig umbenannt. Dann bist du Hamburg, Sägewerk. Weil, doch. Nummer 1. Und du bist dann Hamburg, Sägewerk Nummer 2. So. Dich nennen wir Palais-Fabrik. Werk Nummer 1. Und. Ach, komm. Okay, das lässt wieder richtig mit Escape. Mit Escape komme ich da wieder raus, weil ich. Ach, du hast es gespeichert. Oh Mann. Na gut. Wir kommen schon klar. So, jetzt. So sollte es laufen, denke ich. Ich denke, die werden dann auch gleich beliefert werden. Ich hoffe nicht, dass die anderen dann kleiner werden dadurch. Und wir platzieren jetzt als nächstes, glaube ich, erstmal die Häfen, bevor wir irgendwas anderes. Da habe ich mir überlegt, also hier muss man sicherlich nur einen Hafen setzen. Das, ja genau, das reicht immer ansatzweise bis darüber. Und dass wir vielleicht den einmal hier halten lassen. Dann kann er Holz aufladen und Werkzeug abliefern und dann zurückfahren. Und dann einmal auf der Seite, dann muss er ja so oder so hier rüberfahren zum nächsten Hafen. Muss aber leider hier das Schiff weichen. Und dafür bräuchte man dann vermutlich einen neuen Hafen. Das würde ich vielleicht hier vorne anlegen lassen. Kann man es auch vom Bahnhof aus sehen lassen. Vom Bahnhof aus sehen, so. So, das Schiff weg. Und hatte doch irgendwo... Das ist es, genau. Das ist von diesem Schiff. Zoroaster hieß das Schiff, glaube ich. So nicht. Wir hatten mit Sicherheit Schiffe. Ah, genau, hier sind sie drin. Dann. Das ist keins von denen. Ich hätte vielleicht das nicht löschen sollen sofort. Sondern erstmal direkt nachschauen, ob ich das wieder hier. Das müsste sein. Der Zoroaster. Ob ich das wiederfinde. Mehr Schiffe sind, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ein bisschen Deko darf auch sein. Ich weiß nicht genau, wie viel ich einsetzen darf, bevor das im Late Game dann zu Problemen führt, aber das können wir jetzt ausprobieren und gegebenenfalls dann einfach weiter setzen. So. Du brauchst noch einen weiteren Anlegepunkt da drüben. Oh nein, jetzt habe ich, glaube ich... Ne, geht noch. Genug eingeladen, dass es da kein Problem gibt. Ich wollte schon sagen, da kann ja irgendwas nicht stimmen. So, jetzt. 100 Holz. Nicht, dass es denn hier heißt, es wäre überladen, da geht Holz verloren. So, noch ein Hafen hier drüben. Güterhafen, großes Terminal, eins reicht. Natürlich Richtung Land. Das Terminal. Wie auch sonst. So. Da oben, glaube ich, gerne an der Kreuzung schließen. Mal schauen, wie gut das aufgeht. Ich sehe schon, ich habe da noch einiges vor mir mit hübsch machen. Aber das ist es auf alle Fälle wert. Habe ich schon. So. An. Und von hier aus runter. Dann würde ich vielleicht... Du machst das wieder komisch. Dann würde ich vielleicht... mehr oder weniger eine S-Kurve hier ransetzen. Oh. Dass es halbwegs stimmig wirkt. Dann hat das uns vielleicht ein bisschen sehr hart. Genau sowas wollte ich eigentlich vermeiden. So. Jetzt hier ran. Aber das hilft natürlich ein Spiel. Dann würde er hier eine Kreuz, eine Dings hinsetzen. Ampel.
nicht. Machen wir weg. Oder beim Autosave ist jetzt nichts drin. So. Dann. So ganz gut angeschlossen, würde ich sagen. Finde ich nicht verkehrt. Und du kommst an den Wald mit dran. Perfekt. Das Hamburg Bus- und Trambahnhof Nummer 8. Ich bin mir nicht ganz sicher, das gebe ich zu, aber ich würde behaupten, das stimmt nicht ganz. Aber, ich finde, ich sollte mal gleich mal Bogenberge Niederung nehmen. So, und dann hier drüben noch ein Hafen. Der kann ja nur fast bis ran, würde ich sagen. Aber auch nur fast. Wieder das ganze Stück drehen. So hoch ist es gar nicht. Aber ich würde es trotzdem nicht zu hoch setzen. So. Dann den Weg dran. Oder ziehen hier unten wieder eine gerade Straße ran. Nicht mehr benutzbar. So ist, glaube ich, besser. Dann eine Straße hier runter und dann sollte das doch gut ausschauen, glaube ich. Das können wir so lassen. Bethania Zentrum. Das mit Sicherheit nicht. Rödorfer Wald, würde ich. Ja, dann haben wir im Prinzip auch schon den Hafen hier. Vielleicht mit angepasst, dann würde ich den hier noch anpassen. Und dann sind wir auch schon fast durch mit den Häfen. Dann geht es doch viel schneller als gedacht. Aber wir müssen ja das ja wieder in der Stadt verteilen. Das hatte ich beim letzten Mal ein wenig unterschlagen. Von daher mache ich es diesmal lieber richtig. So, Anlegestellen. Güterplattform. 1, 2 ist ein riesiger Haufen. Aber so läuft das dann halt irgendwann, möchte ich behaupten. Dann passt da jetzt noch das Schienenkran dran. Meinst du? Ah, hier sagt er mir Kollision. Dann, wenn wir das jetzt ein Stück höher legen. Dann immer noch Kollision, achso, Theorie. Dann immer noch Kollision. Wird doch dasselbe beide wieder drüben. Oh, eher. Gut. Dann. Das mit diesen kleinen Stummelstücken finde ich gar nicht so schön. Naja, wir setzen hier wieder eine Straße dran. Habe ich eine Idee, wenn ich dich hier runterziehe, machst du komische Sachen. Ich dachte, es geht vielleicht. Ich kann Winkel hier ran. Dass er eine 180-Grad-Kurve automatisch zieht. Achso. Ja, das ist in Ordnung. Dann schaut das Endstück doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Das kann man glaube ich stehen lassen. Wo waren sie? Er packt beide. Und da dann vielleicht nochmal umstellen, aber ich glaube, eigentlich passt das schon. Arbeitet ihr mittlerweile schon? Ein wenig. Auch noch nicht wirklich. So, und dann hier drüben. Wenn wir das hier weiter Richtung links ziehen, ich glaube schon. Besser vorhin als gedacht. Stoß auf weniger Gegenwehr vom Spiel. Du bist doch ein. Eben war es noch richtig angezeigt, als ich geklickt habe. Klickt habe. Das macht das Spiel ganz gerne mal. Im Nachhinein noch Dinge ändern. Aber wenn ich jetzt hier noch eine kleine Straße. Wie das ausschaut. Okay, wir brauchen scheinbar. Ah, hier haben wir es nicht im
verlieren kann. Du sollst nicht da rausholen. Brauchen hier scheinbar doch noch so ein Ersatzstück. Dann hier aus. Aber das anschließend so. Schaut fast so aus, ob auch die Fabrik hier oben beliefert werden würde. Und hier haben wir dann auch ein richtiges Industriegebiet. Freue mich schon drauf. Wir kriegen sogar schon ein paar Bretter. Müssen wir natürlich noch definitiv mehr ranpacken. Gut. Du hast ja schon einen Namen. Müssen wir eigentlich die Linie anpassen als nächstes. Aber bevor wir das machen, würde ich, denke ich, die Fahrzeuge verwalten. Wir fahren im Moment 9 Zora Astad. Nicht Zora Astad. Irgendwas mit Castle. Unan oder. Keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Ersetzen gegen Unara Castle. Okay. Wir haben nämlich neue Schiffe. Die Schaffhausener. Die sind ein Stück schneller. Haben mehr Leistung. Mehr Kapazität. Weniger Ladegeschwindigkeit, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber die Kapazität macht das, denke ich, wieder wett. Missionen dieselben. Gewicht sogar noch ein Stück geringer. Nur noch klein. Okay. Selbe Lebensdauer. Ich glaube, das nutzen wir. Wir haben im Moment 900 Kapazität hier drauf. Ich denke, wir müssten es fast verdoppeln. Sagen wir mal, wir gehen so in Richtung 1500 Kapazität auf alle Fälle. Dann müssten wir jetzt die ersetzen, dann sind wir wieder bei 1300 und setzen noch 2 drauf, dann sind wir über den 1500, dann sollte es passen. Wobei ich vielleicht fast 3 draufsetzen würde. Wobei 2, wir probieren es erstmal mit den 2 und schauen, wie weit wir kommen. Nummer 10. Nummer 11. Dann können wir es anpassen. Dann nehmen wir 9 Schiffe aus. Ein ganzes Stück schnittiger. Gerade im Vergleich zum alten. Hier fahren auch die Klondike oder wie sie heißen durch. Schon ein Stück kleiner. Und zwar ist es ein bisschen schade, dass sie nicht mehr aussehen wie richtige Dampfer. Und ein Stück kleiner ist sicherlich auch effizienter. Kleiner zu bauen. Aber die Durana Castle gefällt mir doch recht gut. Wobei das vermutlich eher Überseeschiffe aussieht, so nicht. Das sieht schon eher so wie ein Binnenfrachter aus. Schön flach. Ähnlich wie ich das zum Beispiel vom Rhein kenne. Gut, dann Linie verwalten. Ich finde es, glaube ich, ganz gut, wenn ihr hier weiter hier auf der Seite in Hamburg haltet. Dann bringt ihr hier das erste Mal Holz rüber zur Hamburger Hanse. Und dann da halten und dann hier weiterfahren. Das ist gar nicht so verkehrt. Aber ich denke, von dem zweiten Anlegeplatz bei der Hamburger Hanse. Ach, du hast das jetzt anders benannt. Sag mir nicht, das sind jetzt 2, ne. Oh, ich sehe da was ich vergessen habe. Ja. Okay, ich muss nicht nur die Teile bauen, sondern ich muss denen auch vorgeben, das ist eine Anlegestelle. So. Hier ran. Dasselbe machen wir nochmal hier drüben. Und dann hat er sich selber schon ein wenig verteilt. Wie es ausschaut. Nee, hat er nicht. Aber er hat es neu durchnummeriert. Das ist jetzt hier drüben die 4. Ich glaube, da drüben anzukommen als erstes ist gar nicht so verkehrt. Und dann kann er hier drüben eigentlich auf die 2. Das da hinten ist die 2. Das ist die 3. Ist völlig verquer jetzt mittlerweile. 1, das macht null Sinn. Ich fände es schöner, hätte er es nochmal richtig durchnummeriert. Aber ich weiß nicht genau, wie er das jetzt nummeriert hat. Das hier war das allererste Ding. Dann haben wir das dran gesetzt. Das ist jetzt Nummer 3 gewesen. Das hier ist Nummer 4. 1 und 2. Das heißt, das hier ist das letzte. Das ist nicht mal die 1 oder dergleichen, dass man es nachvollziehen könnte, sondern 1, 2, 3, 4. Obwohl es von links nach rechts hin gebaut wurde. Ein wenig komisch, aber okay. So, dann halten wir als erstes, würde ich sagen, hier nicht bei der 1 an.
sondern bei der. Auch weil es da nicht schön durchnummeriert ist. Und dann hier würde ich sagen, bringt man dich um auf die 1. Dass ihr euch möglichst wenig kreuzt, sobald wir da noch was hinzufügen. Machen wir das Autosave. Moment. Jetzt hat das getauscht. So, und dann würde er hier wieder zurückfahren und Werkzeug abliefern. Und das ist der Moment, wo ich, glaube ich, ganz gern anschließen würde. Und dafür pausieren wir. Neue Haltestelle hinzufügen. Hier. Ach, noch gar nichts mehr. Ich kann nicht mehr drehen oder dergleichen. Stürzt du gerade ab? Okay. Die Nummer 6. Aber ist hier auf die 2. Er macht interessante Sachen, aber er beschwert sich auch. Das ist durchaus richtig. Du sollst nichts laden an der Stelle, sondern nur im Prinzip Werkzeug abliefern. Er ist dann hier rüber. Oh, er braucht mittlerweile ganz schön lange zum Laden. Aber er muss auch die ganzen Linien hier berechnen und dergleichen. Lädst hier komplett alles auf, und zwar Holz. Erst dann hier rüber. Jetzt alles hier auf der 2. Wieso verschiebst du das? Du hattest es doch schon richtig gehabt. Gehst hier mal rüber auf die 3. Wo holst du denn die nächste? Du sollst das nicht verschieben. Du bleibst auf der 3. Hier verschiebt er nichts, glücklicherweise. So, dann kommt er hier an. Muss dann aber gleich nochmal hier rüberfahren. Wird auch wieder alles verschoben. Ihr seid echt richtig furchtbar. Ihr sollt nichts verschieben im Nachhinein. So. Auf aufs Neuwerk. Und da aus. Was macht ihr denn nur? Hört auf mit dem Verschieben. Das ist. Ich mach das einmal, dann soll das genauso bleiben. Hier rüber. Wieder hierher. Hier gibt es den anderen Wald ja gar nicht. Ups, da eins vergessen. Muss ich gleich mal einfügen. Nachdem wir von der Hanse waren, fahren wir nicht nochmal zur Hanse. Oder nicht nochmal zum Neuwerk. Immer hier raus. Sondern wir fahren zum Wohldorfer Wald oder so. Und dann zur Hanse, um das Kram wieder abzuliefern, dann zum Neuwerk und dann halt wieder zurück. Genauso. Also, als allererstes, du hältst beim ersten Mal bitte immer noch auf der Nummer 3. Nie wirst du irgendwas eigenmächtig verschieben. Neuwerk. Da finde ich, glaube ich, die Nummer 3 ganz gut. Dann geht's wieder zurück. So, wieder nicht. Nur irgendwo anders hingeklickt. Wie das hier mal absagt. Dann geht's wieder zurück zur Hanse. Die Hanse kann dann von hier aus gleich hier drüben halten. Das ist Nummer 2. Diesmal ist es richtig. Dann geht's wieder zurück zum Neuwerk. Und da kannst du von mir aus auch auf der 2 halten. In der 2 fährt er dann hier einmal wieder zurück, lädt hier Werkzeug ab, apropos, sollten wir mal kontrollieren. Werkzeug, genau. Holz, nicht, was, achso, Bretter, ja gut, Bretter kannst du mitnehmen, ob du nur da einmal leer fährst und einmal voll oder zweimal halb geladen, wie nutzt. Holz, Bretter, Werkzeug. Da sind wir wieder am Hamburger Hafen, hier lädst du genau nichts. Erst dann zur Niederung. Hier lädst du Holz voll. Und bringst es dann zur Hamburger Hanse. Und da kannst du halten auf der Nummer 4. Und da lädst du nur Sachen ab. Und fährst dann zum Wohldorfer Forst. Macht durchaus Sinn.
Hier lädst du komplett Holz auf. Im Forst. Da gibt es auch nur eine Haltestelle. Oder ein Dock. Dann fahren wir zurück zur Hamburger Hanse. Liefern hier das Holz ab. Das wäre ja dann auf der Nummer 3. Ne, ist Nummer 1. Ja, du und dein... Es wird ein Riesen hin und her hier. Ich glaube nicht, dass es mit den Schiffen so gut dann ausschaut. Ich wünschte, man könnte Bojen setzen. Aber okay. Du holst dann hier weiter. Und dann geht's zurück zum Neuwerk. Und zwar auf die Nummer. Was haben wir noch nicht belegt? Ach, siehst du, dann brauche ich einen Teil gar nicht. Dann hätte ich. Das ist wieder um. Münze. Das war doch ein anstrengendes Unterfangen. Ich bin selbst schuld. Ich sehe ein, ich habe den Fehler gemacht. Aber. Dass mich das nicht abbeißt. Oh, jetzt. Ich bin selbst schuld, das sehe ich ein, aber nichtsdestotrotz, das macht es nicht angenehmer. Aber Moment. Sperrt sich noch nicht. Mal überlegen, Zähne lassen. Wir brauchen das eigentlich so oder so nicht. Ob das Dock hier noch ein bisschen länger ist und es dort nur ein Haus gibt, das passt schon. Das ist eigentlich nicht so die interessante Sache, so Linie verwalten. Hast du wieder alles umgeändert? Nein, du hast dir mal was gemerkt. Ich bin stolz auf dich. Aber das mit dem Neuwerk muss ich mir nochmal anschauen. So, beim ersten Mal kommst du von hier drüben und fährst dann gleich wieder zurück. Dann solltest du ganz hier vorne halten. Das wäre Nummer 3. Dann... Beim nächsten Mal fährst du zurück. Da kannst du hier, also auch immer das mittlere Teil ist. Oh, er hat es neu nummeriert. Sehr schön. Nummer 2 halten. Und hier beim letzten Mal auf der Nummer 1 nimmst du wieder Bretter mit. Nee, Werkzeug. Wäre ich fast selbst daneben gewesen. Dann passt das. Das hier, dass er so nah hier zum Beispiel am Dock langfahren muss, das finde ich furchtbar. Das wird nur, dann schaut es wieder so aus, ob die Schiffe durcheinander fahren. Also im wahrsten Sinne des Wortes durcheinander. Das gefällt mir nicht. Aber ich glaube, so könnte es funktionieren. Ich lasse es mal laufen. Es beschwert sich keiner zumindest schon mal. Was haben wir für einen Durchsatz? 290, da kann irgendwas nicht stimmen. Wir müssten bei 700 Kilometer rauskommen. War zumindest meine Berechnung. Wir brauchen 712. Würde schon passen. Ich lasse die sich erstmal einkriegen. Wir schauen uns derweil mal die Werkzeuglager an. Das habe ich mir auch schon, diesmal bin ich vorbereitet, angeschaut. Und hier passt es. Gerade in der Innenstadt mit dem Ring passt das. Von daher alles gut, glaube ich. Und was mir auffiel, wir hätten es vielleicht auch... Wir hätten hier noch keine Werkzeugverteilung, oder? Erstmal. Ah, doch. Wir hatten eine, die direkt das hier in die Stadt bringt, von daher braucht man hier natürlich dann noch einen Verteiler, das macht durchaus Sinn. Hier brauchen wir das aber nicht, denn hier können wir das einfach, worauf, das ist der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Wir haben ja schon einen, der das in die Innenstadt bringt und den hatten wir schon mal bis hier hinten hinfahren lassen, damit hier auch noch hier oben was verteilt, denn hier gibt es noch mehr Geschäftsgebäude auf dem Hügel. Haben sie zumindest ihre Ruhe. Wer weiß, was die da oben machen, wofür man Ruhe braucht, aber sie kriegen sie. Und hier haben sie jetzt auch noch ein paar Geschäftsgebäude angesiedelt, aber wenn sich das mal anschaut, nicht so. Achso, so sehe ich natürlich nicht, was du abdeckst. Wo ist denn hier die Bushaltestelle? Ja, oder die Abladestation? So. Du reichst nicht ganz bis hier hinter, von daher würde ich denen das durchaus noch zukommen lassen. Und hier sind ja auch noch ein paar Gebäude, die wir bisher noch gar nicht versorgen. Die Frage ist nur, wie lassen wir die denn hier reinfahren? Andererseits, hier fährt er auch links drauf, ob das nun. Hier vorne, wobei vielleicht nicht hier. Vielleicht die Station lieber hier hin, dass er hier durchgeht. Wenn hier einmal schon welche durchfahren, hier links abbiegen, dass sich das so ein bisschen verteilt. Oder vielleicht ganz hier hinten. Dass noch ein bisschen mehr Platz zwischendurch ist. Schauen wir mal, wie viel Platz wir denn eigentlich brauchen. Eigentlich. Ich glaube so oder so nicht, dass die hier noch großartig was machen. Ich stell den einfach mal hier mit hin. Wird schon passen. Aber ich sehe auch, dass zum Beispiel die Station hier relativ nah, wobei, das haben wir glaube ich gebraucht,
damit wir hier noch ein paar Leute mehr mitkriegen, hier rechts rüber. Das hätte ich gesagt, stellen wir die weiter in die Mitte der Straße. Wobei die Ecke, wir sind auch nicht so lang, dass die hier die Kreuzung blockieren würden. Selbst wenn, hier ist ein Außenbezirk, hier geht fast gar nichts. Hier ist dann schon Straßen bis hierher gesetzt. Wächst und wächst. Ah, hier gibt es gerade ein neues Hochhaus, das schauen wir uns mal an. Das finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Ist zwar kein Vergleich zu den Wunderfilmen in Civ, aber das wäre auch ein bisschen sehr viel verlangt. Das ist, glaube ich, relativ viel Animationsaufwand. Und dafür, dass man es vermutlich seltener sieht, das ist das vermutlich nicht wert. Dann konzentrieren sich in der Entwicklung auf was anderes. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und so funktioniert es ja auch. Autosave bald durch. Du kommst wieder zum günstigsten Zeitpunkt. Doof gelaufen, aber Autosave ist eine schöne Sache. Früher gab es für SimCity 4 eine Mod, damit es dich an alle 10 Minuten daran erinnert, dass du speichern solltest, weil es öfter mal abgestürzt ist. Gerade wenn du Mods gespielt hast und dergleichen. Und hier läuft es doch schon deutlich besser. Und daher, ich bin zufrieden, auch wenn das Autosave mich manchmal stört. Besser mit als ohne. So, was wollte ich eigentlich sagen? Achso, eine Sache fällt mir noch ein. Wir wollten ja hier die Linie noch ein wenig verwalten. Nach dem Meisenweg halten wir jetzt... Aha! Wir halten hier sogar noch mal davor an. Blockieren natürlich ein Stück weit die Busse. Wir nehmen so oder so den Weg hier drüben. Also du mit deinem Zwirn links abbiegen. Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Aber schön finde ich das auch nicht, dass anstatt hier lang zu fahren, ich kann es verstehen wegen der Bushaltestation, dass sie sich da nicht gegenseitig ausbremsen. Aber auf der anderen Seite, er biegt hier zweimal links ab, anstatt nur einmal. Was würdest du dazu noch sagen? Mit der Straße muss ich dann definitiv noch umbenennen, aber das kriege ich durchaus hin und dann sollten die Werkzeuge hier eigentlich gut angeliefert werden. Weil noch gar keine da sind. Und ihr haltet hier wegen was? Werkzeuge. Oh, ich glaube, ich habe vielleicht die Schiffe ein bisschen durcheinander gebracht. Wir zeiten hier auch noch. Also, ihr habt so oder so gerade nichts geladen. Oh, ich habe einen Stau verursacht und das nicht zu knapp. Ups. Oh, hier staut sich's auch. Sag mal. Produziert ihr nicht richtig? 391 nur noch. Produziert ihr? 273? Ich würde sagen, wir nicht. Ich habe es gerade kaputt gespielt. 138, das ist furchtbar. 400. Oh Mann, kommen die Wälder jetzt nicht hinterher, oder wie? Das kann ich aber kaum nachvollziehen. Doch, kann ich vielleicht ein Stück weit nachvollziehen. Weil der hier erstmal nur 200 annimmt, solange nur 100 verschicken kann, beziehungsweise produziert. Ja, okay. Das ist vielleicht nicht so schön gelaufen. Ich habe da, denke ich, eine Idee. Werkzeuge... Linie verwalten, solange das so ist, ladet ihr nicht voll und dann fahrt erstmal durch. Und dann würde ich versuchen, es sich einpendeln zu lassen. Ich hoffe, dass es nur daran liegt. Und so wie es ausschaut, hier liegt nirgendwo wirklich Holz rum. Das sind Werkzeuge, oder? Ja. Dass es einfach daran im Moment scheitert, dass die Wälder nicht genügend Holz ausspucken. Hier geht's aber. Kommt denn hier der nächste mit Werkzeug an? Er ist schon unterwegs. Dann müsste er dann gleich mal Holz abholen, dann gibt's wieder mehr Bretter. Nein, das ist nicht das Bretterding. So viele Bretter gibt es im Moment gar nicht. Aber die müssen ja auch hier nicht Ewigkeiten halten. Aber dass es dann nach und nach angeschoben wird, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Dann warten wir jetzt einen Moment. Und ich hole euch wieder dazu, wenn ich das ein bisschen hübscher gemacht habe, wenn es sich eingependelt hat und so weiter. Und dann schauen wir es uns nochmal an. Soweit ist alles gelaufen. Es war wirklich am Anfang nur das Problem des Einlaufens, mehr oder weniger. Dadurch, dass der hier am Anfang nur eine Kapazität von 100 hatte und nicht 400, konnte das zweite Sägewerk nicht aufsteigen. Dadurch haben die hier nur halb produziert und gerade dieser hier hatte am Anfang, glaube ich, eine 158er Produktion, was viel zu wenig war. Die haben hier immer gewartet. Und mittlerweile hat es alles eingelaufen zugegebenermaßen. Es hat auch ein ganzes Stück gedauert durch die Schiffe. Das vielleicht hätte ich nämlich am Anfang direkt noch zwei draufwerfen sollen. Das hätte ich vielleicht auch einfacher haben können. Aber dadurch, dass sie ungleichmäßig das verteilt haben, 158 im Vergleich zu 370 oder sowas,
das hat es halt nicht besser gemacht und dementsprechend hat es im Moment länger gedauert und Schiffe sind natürlich auch etwas langsamer. Aber ich bin sehr zufrieden, wie es sich herausgestellt hat. Ich habe hier gleich mal die LKWs nur sortiert, apropos LKWs. Ah, da habe ich schon das Jahr eingetragen, sehr gut. Das sind jetzt die neuen Benzwagen, die wir haben. Ich habe hier noch gleich die Straßen ein wenig verbreitert, sodass sie hier schneller durchkommen. Denn die können auch 40 km/h fahren. Ich glaube, so passt das schon ganz gut. Ihr seht schon, Werkzeug wird auch gut weggefahren damit. Wir haben mittlerweile eine Rate von 671, 677 sogar. Und das schwankt immer noch ein bisschen, aber das passt schon. Die restlichen schaffen sie auch noch, denke ich. Bis 750 würden sie es schaffen und ihr könnt. Das muss man natürlich noch mal 2 nehmen. Also 722 würden sie schaffen. Also mal 2, weil wir natürlich hier alles doppelt auf der Linie drauf haben. Ich könnte man dann noch ein Schiff mit drauf werfen. Wisst ihr was? Das machen wir auch jetzt gemeinsam. Eine Sache, auf die ich noch eingehen wollte. Ich fände es, glaube ich, schöner, wenn es nicht am Anfang so eine ungleichmäßige Verteilung gibt, die es einem erschwert, sondern wenn es immer mal wieder was sich dann einen Brand in dem Werk geben kann oder dergleichen, sodass die Kapazität kurzzeitig absackt und man dann vielleicht darauf reagieren kann. Wenn es nur darum geht, dass man die anfänglichen Unzulänglichkeiten in der Verteilung ausgleicht, dann kann man auch im Prinzip einfach warten. Das wird irgendwann von alleine so oder so der Fall sein. Es ist jetzt nicht ganz so schön, meiner Meinung nach, aber das wäre auch, glaube ich, zu aufwendig, wenn mir jetzt da noch großartig was ändert. Sie arbeiten schon an einem großen Update, da bin ich auch sehr gespannt. Aber potenziell möchte ich behaupten, dass es vielleicht dann eher was Richtung Transport Fever 3. Schauen wir mal, was da noch kommt oder ob überhaupt etwas kommt. Ich würde mich sehr drüber freuen und hier haben wir jetzt schon mehr. Es waren aber auch schon 40 LKWs da drüber. Ich weiß gar nicht, ob ich dann noch mehr drauf schicken möchte. Ich glaube eher nicht. Wenn es nicht reichen sollte, schauen wir uns mal Hamburg noch irgendwann an. Was ich noch zwischendurch gemacht habe, ist hier den Stahl. Mittlerweile haben wir hier sehr, sehr viel Stahl. Den versucht wegzukarren. Aber hier fahren auch noch immer die kleinen DMG-Kannstahl rum. Wenn das, was ich hier versucht habe zu fixen, wenn das noch nicht reicht, dann werden wir hier auch die 1 LKWs draufwerfen. Ansonsten, ich bin ziemlich zufrieden, wie das jetzt rausgegangen ist. Es hat alles so geklappt, ich musste da nichts mehr dran ändern, es waren nur Einlaufprobleme. Ich habe noch ein paar Straßen verbunden, mir angeschaut, wie groß die Städte geworden sind. Das ist eine Monsterstadt. Also, Plan war, hier für die Stadt, glaube ich, ganz am Ende, also in ungefähr 100 Jahren und nicht erst nach 70, bei 1500 Einwohnern anzukommen. Das war mein Ziel. Habe ich etwas unterschätzt, das gebe ich zu. Aber dann muss ich mich auch dann mit den Verkehrsproblemen rumschlagen, glaube ich. Stuttgart hat schon die ersten Verkehrsprobleme. An den Stellen, wo Busse und LKWs in der Nähe halten. Hier haben wir die LKW und die Busse sind wo? Okay, gar keine Busse, die hier halten, so wie es ausschaut. Aber hier, doch, hier geht auch eine Buslinie drüber. Hier haben wir die Bushaltestelle. Dass die denn auf sich warten? Das gefällt Stuttgart scheinbar gar nicht. Das ist anstatt sehr gut nur noch gut, die Bewertung, aber ganz ehrlich, was soll's, so doof wie das klingt. Ich finde das so oder so nicht schön, dass der Bus dann nicht einfach überholen kann. Tja, so ist das dann wohl. Wie gesagt, vielleicht gibt es ja nochmal irgendwann Transport Fever 3, aber ich freue mich erstmal sehr auf das nächste Update, das klang ganz gut. Mehr Tycoon-Elemente, dass zum Beispiel Industrien nach und nach im Spiel platziert werden, nicht am Anfang. Das ist ja genau das, was ich im Prinzip ja auch ein Stück weit nachspiele. Ich freue mich drauf, bin gespannt. Und die Städte können mehr Waren anfordern, aber erstmal abwarten. Wir spielen hier den Spielstand auf alle Fälle zu Ende. Das Autosave unterbricht mich. Und ich habe für das nächste Mal noch etwas Schönes rausgesucht. Ich hoffe, da freut ihr euch auch drauf. Es geht mal wieder hoch in die Lüfte. Mit einem definitiv etwas anderem, einer etwas anderen Agenda wie letztens. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dann.